easy go. Hey Leute, was geht? Hier mal zu einem neuen Video. Aber das ist nicht kein gewöhnliches Video. Ihr seht ja gerade, dass ich keine Spiele spiele, oder? Kingdom 19? Ja, endlich ist der junge Mann nicht am Zocken. Bringst mich wenigstens ein bisschen zum Happy sein. Ja, ja. Danke. Du weißt ja, was letztens mal bei YouTube rausgebracht wurde, oder? Ja. Ich erklär's mal. Artikel 13, das neue Gesetz, oder? Findest du das gut? Ah, es gab ja zwei Gesetze. Ich verstehe aber nicht beide. Ja, egal. Ich verstehe das Gesetz überhaupt nicht. Ja. Ich verstehe nicht, welche Rentner da im Parlament meinen müsste, das jetzt in Kraft setzen lassen. Bald alles, das ihr hier seht, wird weg sein. Die 205 Abos werden weg sein, aber ist nicht so viel, sag ich nur. Guckt mal euch zum Beispiel Concraft an, der hat über 3 Millionen Abonnenten. Das ist viel, oder? Ja, so viel erreichst du nie. Ja, zum Beispiel Concraft, Dana, die Lochis, Kev, wen kennst du denn noch? Ich kenne hier keine Ahnung. Der Typ hat auch einen YouTube-Channel, oder? Ja, ich bin gerade noch dabei, ein bisschen am Arbeiten. Ja, bald wird es aber vielleicht nicht mehr möglich sein. Das geht nicht. Leute. Es gibt eine Lösung dagegen. Ja. Schreibt mal unter dieses Video auf euren... Wenn ihr Insta... Auf alle Netzwerken, die ihr habt, mal rein. Was sollten die reinschreiben? Sagt mir das mal. Hashtag Save Your Internet. Ja. Schreibt mal alle Hashtag Save Your Internet. Ich weiß zwar nicht, ob er das jetzt eingeblendet hat, weil ich überhaupt nichts sehe, aber... Ja, ich habe es eingeblendet. Ja, save your internet. Ja, also das in die Kommentare. Also das in die Kommentare schreiben und einen Grund, warum das so sein sollte, warum das Gesetz in Kraft treten sollte. Ja. Und nicht nur in die Kommentare, sondern wenn ihr Instagram, Facebook, Twitter oder so habt, mal da unter jedes Video reinschreiben. Ja, und hier. Ich gehe mal rein. Ich packe euch mal einen Link in diese Seite rein. Hier seht. Das, okay, jetzt gerade nicht jede Sekunde. Hier steht, nächstes Ziel nach 3 Millionen Abonnenten. Aber es sind gerade 1,8 Millionen. Guckt nur, was hier steht. Es wird eine dritte Abstimmung geben, um in den Laufenden zu bleiben. Folgen uns auf Twitter oder Facebook, bitte unterstützen. Auch kannst du das lesen. Kauf du Fink, kann ich nicht aussprechen. Ich suche gerade die Website. Ja, okay, egal. Wir freuen uns auf deinen Betrag, damit wir weiterhin unsere Kampagne direkt EU-Parlament auf der Straße oder im Netz verfolgen. Ja, erfolgreich führen und sie Rechtlinien zu stoppen können. Ja, weil letztens gab es ja eine Besprechung. Wie heißt die YouTube nochmal erfunden hat? Weißt du das noch? Ich wusste es zeitlang, aber weiß ich gerade nicht. Frag mich nachher nochmal. Ja, ich kann aber verstehen, wieso die das machen. Zum Beispiel, ich nenne mal dich jetzt. Wenn du irgendeine Musik benutzt von, keine Ahnung, von Crow als Hintergrundmusik, kann er zum Beispiel auf dich eine Anzeige machen. Aber YouTube muss die Schulden bezahlen, oder? Ja, also man verklagt halt nicht mehr den YouTuber, wie es bisher immer war. Also sagen wir, irgendwer nimmt jetzt in einem Café Musik auf und der Ladenbesitzer ist jetzt ein Arschloch, sagen wir es so. Und zeigt dann halt, möchte dann halt den YouTuber striken lassen. Das geht aber nicht mehr. Man muss dann die Website anzeigen wegen diesem Gesetz. Und das ist, kann sich YouTube halt nicht leisten. Und darum müssen die es halt entweder sperren oder das blöde Gesetz halt wegmachen. Ja, die haben einen guten Filter, der über 6 Millionen Dollar
60 Millionen Dollar sogar, oder? Ja, die haben so einen guten Filter, aber das filtert ja nicht jeden Dreck weg. Also die haben mal den besten Filter, den es gibt. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, Das ist der der hat sich Beste. Millionen gekostet. Der hat In 60 der. Millionen, habe ich geguckt. Und das ist schon krass, aber es ist halt Ja. klar, was von Menschen programmiert wird, kann auch von Menschen wieder zerstört werden, wenn man es so böse Ja. sagt, aber. Ja. Ich zeige euch mal hier. Ihr wisst ja, dass ich natürlich YouTube mache, wenn ihr meinen Kanal guckt. Guckt mal, wie viele Videos ich schon rausgebracht habe. Und auf einmal geht's dann nicht. Guck mal, wie viele. Langweilig. Ja, mein erstes Video kam vor 7 Monaten. Ja, egal, Leute. Willst du noch was Es juckt sagen keinen. dazu? Unterschreibt die Petition. Ja, da schreibt die Petition, das wäre. Hab die gerade auch schon unterschrieben. Ja, wie kann man ein Leben vorstellen ohne YouTube, ohne Twitter, ohne Insta, ohne Facebook und so weiter? Kannst du dir so ein Leben vorstellen? Nee, weil ich gucke ja jeden Tag YouTube und das wäre halt schon dumm, wenn das jetzt halt nicht mehr Ja, ginge. ich bin jeden Tag auf Insta, jeden Tag, ja, am Handy und Handy ohne Insta, Facebook, YouTube und was ist das für ein Handy? Ein Smartphone. Ja. Hat halt WhatsApp und so weiter, aber es lohnt sich ja überhaupt nicht mehr. Man hat ja nichts mehr. Es wird gesagt, dass WhatsApp vielleicht auch weggemacht wird. Das glaube ich wirklich nicht. Ich Es wäre schon sage. krass, wenn die es wirklich schaffen, dass YouTube jetzt wirklich europäische Kanäle löscht. Aber das wäre wirklich zu krass. Ja, Dann wie würden die sich eigentlich selber gesagt, zerstören. manche haben über 4 Millionen Abonnenten. Ich guck mal kurz, wie viel Kronk hat. Oder egal, ich guck. Ich weiß, ich hab's falsch geschrieben, aber mir. Ja, guck mal, was hier rauskommt, egal. Aber ja, ich glaube, Kronk hat viele, oder? Jetzt zum Beispiel, okay, 32 Abonnenten ist nicht viel, aber egal. Ja, das. Also, du willst nichts mehr sagen. Nee. Also, Leute, schreibt das mal auf euren Instagram, Facebook, was auch immer, Account unter jedes Bild, das ihr postet, oder? Ja, und dann Und. am besten einen Grund, wie vorher schon gesagt. Ja, und ein Warum? Grund, warum. Ja, das. Und abonniert Ja. mich, aber das ist eine andere Sache. Ja, das ist gerade nicht das Wichtigste. Wenn dein Finde ich Kanal weg schon. ist, wenn dein Kanal weg ist, lohnt sich Ist der eine andere Abonnent Sache. nicht. Egal. Ja, Leute, schreibt. Spamt das mal bei mir rein. Und bei all. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Bye.